Vor über 6 Jahren hat Prusa die MMU veröffentlicht, also die Multi-Material Unit. Heute haben wir mittlerweile die Version 3 drauf und was die für Vorteile bringt und was das Ganze für Nachteile mit sich bringt, das erfahrt ihr in diesem Video. Und damit herzlich willkommen, ich bin die Maggie von Makorama.de. Zu Beginn gibt es einen kleinen Disclaimer, wie immer. Das Teil ist komplett selbst gekauft, also besser gesagt das Upgrade, weil ich habe meine MMU 2S, die ich damals vor ein paar Jahren gekauft habe, auf die MMU 3 geupgradet. Und hab die dann entsprechend seitdem ein bisschen getestet. Aber da ist kein Geld von Prusa geflossen. Ich habe das Teil auch nicht gesponsert bekommen. Ist komplett selbstfinanziert. Ich bin nicht mal beim Versand bevorzugt worden. Von daher sind wir damit jetzt auch durch. Ich habe das Teil dann erstmal entsprechend, als ich es bekommen habe, erstmal natürlich die Teile gedruckt bis dahin. Und habe euch schon mal gefragt, was ihr dann entsprechend über die MMU sehen wollt. Ob ihr sehen wollt, wie das Ding zusammengebaut wird. Ob ihr wissen wollt, wie das funktioniert. Und ihr habt mir geschrieben, euch interessiert nicht der Zusammenbau. Deswegen... Prusa, Prusa. Nein, Spaß beiseite. Also, ich erzähle noch mal ganz kurz in Zusammenfassung, was so die wichtigsten Punkte beim Zusammenbau sind, natürlich. Wir haben hier erst einmal verschiedene Teile, die wir für den Puffer drucken müssen, damit der funktioniert. Gerade wenn man vorher eine alte MMU hatte, also eine MMU 2 oder eine MMU 2S wie ich, dann kommen hier ein paar Sachen dazu, die es damals noch nicht gab. Bei mir waren das hier die Kassetten und hier die Halterung entsprechend, die sich geändert haben. An dem Body selbst hat sich auch natürlich einiges geändert. Allein schon mal hier ganz prägnant vorne die Frontplatte, die mit einem Aufdruck entsprechend daherkommt. Und wir haben natürlich einen neuen Mechanismus. Innen drin zum Beispiel hat sich geändert, dass der Schnittmechanismus, der vorne die kleinen Filamentschnipsel, weil sie überstehen, entsprechend abschneidet, dass der nochmal mit Klingen an beiden Seiten entsprechend langfährt. Das heißt also, vorher hat man nur auf der einen Seite eine Klinge gehabt, jetzt auf beiden Seiten, die dann so ein bisschen schräg stehen, damit man auf jeden Fall, egal wie der Selektor hier oben fährt, auch jeden Fall das Material abschneidet, falls es übersteht. Das ist ganz wichtig, damit das Material, was hier in den Selektor eingeladen wird und dann später auch in den Druckkopf, sauber abgeschnitten ist und dort sich nicht irgendwelche Fäden bilden, die dann vielleicht für technische Probleme sorgen können. Und das funktioniert erstmal auch ganz gut, muss man sagen. Ja? Weitere Sachen sind zum Beispiel mal, also ich habe jetzt hier auch nicht die Originalversion von der MMU 3 verbaut. Ja? Also zum Teil schon hier die R4 zum Beispiel mal, das ist die Version, die ich jetzt habe. Ich habe aber auch schon ein paar modifizierte Teile, wo zum Beispiel mal die Viereckmuttern durch Einlassgewinde ersetzt worden sind. Oder die Winkel zum Einschrauben ein bisschen angenehmer sind. Den Link zu den Dateien packe ich euch unten in die Videobeschreibung, falls ich das Teil nochmal finde, falls die dann mittlerweile hochgeladen sind. Aber ansonsten ist es eigentlich das komplette Stockgehäuse. Das Board, was verbaut ist, ist auch eigentlich noch das, was ich damals bestellt hatte. Da hatte ich da so ein bisschen Bammel, weil es damals Probleme gab, entsprechend mit der MMU 2S, dass die dann auf einmal so einen Fehler hatte, dass sie das Material eingezogen und wieder ausgeladen hatte und das nicht hinbekommen hat und dass da die Sensoren das nicht richtig erkannt haben. Aber ich kann euch beruhigen, ich habe jetzt schon einiges gedruckt und das hat wunderbar funktioniert, egal bei welchem Druck. Insgesamt seit der ersten MMU hat sich auch ein bisschen was geändert, nämlich wir haben eine Farbe mehr mit dazu bekommen. Das heißt also im Vergleich zu Systemen wie der AMS, der CFS oder ACE haben wir hier statt 4, 5 Farben. Das mag jetzt erstmal ein bisschen trivial klingen, aber für den einen oder anderen mag das schon ausschlaggebend sein. Genauso wie wir bei der EACF beliebig viele Farben haben, bis maximal 16 Farben. Ja? Ich habe jetzt bei meinem Kit bei der EACF 8 Farben mit dabei. Aber das mag für den einen oder anderen schon mal ein ausschlaggebender Grund sein, dass die 4 Farben vielleicht bei anderen Systemen zu limitierend sind. Hat man hier nochmal eine Farbe mehr dazu, dass man sagt, okay, man hat vielleicht 4 Farben und ein Supportmaterial oder sowas in der Richtung, ja, einmal PETG oder PVA oder HIPS oder sowas in der Richtung. Und das funktioniert auch insgesamt recht gut. Das ganze System, gehen wir mal drauf ein, wie das funktioniert. Und im Prinzip haben wir erstmal unsere Filamentrollen. Die haben wir erstmal auf solchen Filamentspulenhaltern liegen, wo hier vorne dann entsprechend ein Anschluss ist, damit wir hier den PTFE-Schlauch reinstecken können. Und ja, das sieht erstmal wirklich, muss ich einfach sagen, ausladend aus. Das ist nicht ganz so
ich sag mir mal so, intuitiv, schön und kompakt, wie man es sich vielleicht gerne vorstellen möchte. Das hier ist nicht der Standard-Spulenhalter. Muss ich aber auch dazu sagen, Prusa bietet da ein vorgefertigtes Gerüst an, wo man die so im Prinzip so im Halbkreis anordnen kann. Da ich jetzt hier ein Upgrade habe, habe ich die Teile nicht mit dazu bekommen und habe mir selbst quasi was gedruckt, was auch wunderbar funktioniert. Den Link dazu packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Ist also auf jeden Fall eine Empfehlung von mir wert. Wenn ihr sagt, okay, nee, das da ist so ein bisschen frickelig oder das sieht so ein bisschen komisch aus, das Teil kann ich verstehen. Ich habe mir natürlich noch was gedruckt, was dann später im Druckerraum drüben entsprechend auch wirklich dann die Variante sein wird, die ich für den Drucker nutze. Das ist das hier, das ist der Filament Storage Box. Da hat man hinten so eine kleine Kerbe, wo man dann entsprechend das Ganze aufhängen kann. Der Vorteil hier dran ist einfach, man bekommt das Material einfacher eingefädelt. Man kann das Ganze, wenn man möchte, auch mit Silikabags ausstatten. Und man kann das Material halt einfacher hier einfacher durch in den PTFE-Schlauch rein. Ist einfacher als jetzt hier mit solchen Teilen. Fand ich jetzt mal zum Beispiel mal wesentlich angenehmer. Und man kann die ganzen Dinger natürlich in Farben drucken, wie man möchte und seamen, wie man möchte. Und es gibt auch noch eine Lightweight-Variante, dass man also nicht hier komplett die Wand durchgehend drucken muss, sondern halt auch mit so einem Wabenmuster entsprechend recht große Löcher drin hat, dass das Ganze auch nochmal materialsparend ist. Den Link dazu packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Ich habe das Ganze auf Kickstarter unterstützt und fand es so an sich genau für sowas genial. Oder auch, wenn ich hier entsprechend was an die Wand hängen möchte für den Prusa Mini. Gerade im Enclosure kommt auch nochmal ein Video dazu. Wer das also nicht verpassen will, gerne den Kanal abonnieren. Insgesamt muss ich sagen, ja, das System wirkt ausladend und ist auch so ein großer Kritikpunkt, den ich habe noch mit dem Puffer. Der Puffer funktioniert wunderbar und ist auch die große Stärke, aber auch gleichzeitig so eine große Schwäche von dem MMU-System, denn das Material von der Filamentspule hier hinten rein, einmal im Puffer rum und dann hier oben in die MMU zu bekommen, ist eine Frickelei. Muss man ganz einfach fair und ehrlich sagen. Wenn ich das jetzt nicht sagen würde, könnte ich nicht ruhig schlafen, weil das ist einfach so. Ich habe zwar mittlerweile sowas hier mir gedruckt, was man dann entsprechend hier vorne reinsteckt. Na, wenn ich das Loch nicht treffen würde. So. Und dann quasi hier über die Kassette, die hier drin ist, quasi drüber stülpt, dass wenn das Material eingefädelt wird, das quasi direkt, ich ziehe es nochmal raus, direkt hier quasi umgeleitet wird und direkt wieder rausgeht. Aber so hundertprozentig oder so tausendprozentig, wie es funktionieren sollte, funktioniert es natürlich nicht. Es kommt natürlich immer auf die Druckqualität von dem Teil an. Das habe ich jetzt auf dem X1C gedruckt und habe hier immer noch ein paar Probleme. Das hat jetzt nichts mit dem X1C zu tun, sondern ganz einfach, weil es ein gedrucktes Teil ist. Ja? Ich würde mir da einfach wünschen, dass man da vielleicht sowas mitliefert. In Spritzguss oder so in Richtung. Das wäre wirklich noch schön und wünschenswert. Ansonsten ist es halt schon ein bisschen fricklig, das Ganze einzuladen im Vergleich zu anderen Systemen wie der AMS, CFS oder ACE. Aber jetzt kommen wir zu den Vorteilen von dem System. Der Puffer sorgt meiner Meinung nach dafür, dass das Ding rattenschnell ist. Und mit rattenschnell meine ich ordentlich schnell. Ihr seht, ich habe hier schon ein bisschen was gedruckt. Ich habe hier solche Untersetzer-Designs, solche Glasuntersetzer, also wenn man irgendwo jetzt am Tisch nicht versaut haben möchte, habe ich einmal einen auf der MMU gedruckt und einmal den gleichen nochmal auf der AMS mit dem X1C. Und der hier auf der MMU mit der, muss ich gerade gucken, ja, das war die MMU mit dem MK4, hat 1 Stunde 19 und das hier 1 Stunde 34 gedruckt. Das heißt also, der hier bei der AMS mit der MMU braucht einfach ein gutes Stück länger. Und das hat sich bei meinen Tests so, wenn ich mal was gesliced habe für die AMS und für die MMU, hat sich das einfach immer wieder bewiesen, dass die MMU, je größer und je mehr Farbwechsel das Druckobjekt hat, desto länger dauert der Druck bei der AMS und bei der MMU. Die macht dann wirklich mit der Zeit einfach, dass sie dadurch schnell Filamente wechseln kann durch den Puffer. Ja. Macht sie einfach Zeiten gut. Es ist einfach bombastisch schnell, wie das Teil halt wirklich Materialien einzieht und hier reinpumpt. Das kriegt die AMS nicht hin. Ob die CFS das kann oder aber auch das System von Frozen mit dem Chroma-Kit oder auch die ACE, das werden wir uns nochmal angucken müssen entsprechend. Aber momentan ist von der Geschwindigkeit her das Ding hier wirklich von der Nase her echt vorne. Und ich behaupte einfach mal, dass es unter anderem auch an diesem Puffer liegt. Ganz einfach deswegen,
weil hier oben die Motoren nicht an der kompletten Rolle ziehen müssen. Das übernimmt immer noch hier der Extruder im Druckkopf, sondern das muss nur hier aus dem Puffer gezogen werden und dann ist auch schon gut. Das kann beim ersten Laden, beim ersten Testladen, kann das dann entsprechend auch hier mal an den Motoren im Prinzip ein bisschen zerren. Aber im Endeffekt, wenn du später im Druckbetrieb bist, geht es hier eigentlich über den Puffer und das kann einen guten Geschwindigkeitsvorteil natürlich mit sich bringen. Natürlich auch nochmal, je nachdem, wie schnell die Motoren eingestellt sind. Also wie schnell die das einziehen sollen, alles drum und dran und. Das muss natürlich funktionieren und das tut es auch bei der MU wirklich gut. Ich habe hier auch jetzt mal so einen Untersetzer gedruckt, mit so einem Stier quasi drauf, ja. Bin vom Sternzeichen Stier, deswegen habe ich mir einmal einen Stier-Untersetzer gedruckt, einmal einen Printables-Untersetzer, einmal einen Löwen für meine bessere Hälfte, weil die eine Löwin ist. Dann einmal Bitcoin, habe ich alle designt entsprechend. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch runterladen, könnt ihr natürlich selbst drucken. Genauso wie die Halterung dazu und natürlich hier entsprechend auch diese Honeycomb-Designs. Da werde ich nochmal das ein oder andere Motiv nochmal in der Form nochmal entsprechend nachreichen. Aber soweit könnt ihr das Ganze entsprechend auch gerne, wenn ihr wollt, nachdrucken. Ich habe auch hier mal für meine AirPods Pro so ein Gehäuse gedruckt, was ich auf SDL-Flix gefunden habe. Nicht wundern, bevor jetzt die Spekulationen gehen, dass da so eine Lücke drin ist und dass die Druckqualität nicht stimmt. Nee, ich habe da einfach dickes Klebeband benutzt, weil ich nichts anderes da hatte. Und deswegen ist da jetzt so eine kleine Lücke da. Normalerweise ist das wirklich komplett geschlossen, geht auch einmal komplett drumherum. Nur ohne Klebeband war es mir dann ein bisschen zu locker von den Toleranzen her. Und deswegen habe ich da so ein doppelseitiges Klebeband reingemacht. Hier so ein 3M VHB-Tape, ja. Ihr wisst, ein VHB-Tape ist mindestens mal so 1 bis 2 mm dick. Das ist natürlich viel zu viel für sowas hier, ja. Aber nichtsdestotrotz funktioniert wunderbar. Ich finde, das sieht auch mega gut aus. Link dazu packe ich euch auch in die Videobeschreibung. Und das hat jetzt insgesamt, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, 6,5-7 Stunden gebraucht. Ist also in der Hinsicht wirklich schnell. Wenn man es vergleicht mit den 8 bis 9 Stunden, die es auf der AMS beim BambuLab X1C braucht, ist das wirklich schon ein Unterschied. Ich habe auch ein Kurzvideo dazu gemacht. Die genauen Zeiten blende ich euch nochmal hier unten ein, ja, dass ihr das nochmal vergleichen könnt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist schon wirklich beeindruckend, wie schnell das ganze System arbeitet. Das heißt also, wir haben erstmal eine Farbe mehr als in normalen anderen Systemen. Wir haben einen deutlich schnelleren Filamentwechsel. Das ist schon ziemlich gut. Die Zuverlässigkeit bei dem System ist auch sehr hoch. Also ich muss sagen, ich habe gerade bei den Dingern hier Kopfschmerzen gehabt. Das war das zweite Objekt, was ich gedruckt habe. Ich habe erst das Gehäuse für die falschen AirPods gedruckt. Die habe ich über Nacht drucken lassen. Und das war direkt, nachdem ich das Ding zusammengebaut hatte, habe ich das quasi draufgeschmissen, habe erstmal so ein paar kleine Testobjekte gedruckt und habe dann entsprechend, also hier so einen kleinen Testring, den Bruce auch empfiehlt. Und da habe ich auch so einen kleinen Kreidestrich, den ich machen muss im Prinzip, nämlich das Testobjekt, was Bruce für den MK4 mit der MMU3 anbietet, auf der Webseite direkt als G-Code, als BG-Code, also Binary G-Code, direkt vorgerendert oder direkt vorgesliced für den Drucker mit der MMU3, hat nicht funktioniert bei mir. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das habe ich auch Booster weitergegeben, die waren erst erstaunt. Aber ja, das hat nicht funktioniert. Der hat nämlich dann irgendwie hier hinten, wo er den Purge Tower hingepackt hat, immer volle Kanne gegeben und hat dann auch entsprechend versucht, so viel wie möglich Material raus zu extrudieren. Und das hat dazu geführt, dass sich das Material übermäßig aufgesteckt hat. Und dann hat er natürlich eine Crash Detection gehabt und ist erstmal auf die Safe Position gefahren. Und das hat natürlich dann dazu geführt, dass der Druck nie richtig funktioniert hat. Als ich das Objekt aber als 3MF-Datei runtergeladen, selbst gesliced und auf den Drucker gejagt habe, seht ihr, hat wunderbar funktioniert. Und das ist der Purge Tower für diesen Kringel. Das ist schon echt viel, muss man ganz einfach sagen. Ja, also für diesen Purge habe ich ja, okay, wenn das jetzt so weitergeht und ich dann zum Beispiel mal sowas hier drucke, dann gehe ich unter in Abfall. Aber dem ist Gott sei Dank nicht so, denn ich habe hier und hier, das ist für den Deckel hier, und dann habe ich noch mal einen für den Boden und das sieht erstmal viel aus, ja. Das sieht erstmal echt viel aus. Aber ich habe einen Vergleich angestellt, nämlich mit dem Teil hier und mit dem Teil hier. Das ist MMU3 und das ist AMS. Und bei der MMU3, wo habe ich das da? Da habe ich es liegen. Habe ich das Ganze hier als Purge Tower quasi rausbekommen. Das ist also quasi im Vergleich MMU
Und dann haben wir jetzt hier, ich lege das mal hier oben drauf oder dahin, haben wir hier die AMS. Das ist aber noch nicht alles. Denn da kommt nochmal das mit oben drauf. Und das hier insgesamt sind 7 bis 8 Gramm Überschuss, also Poop und Perch Tower und Perchline und sowas in Richtung. Während das hier 1 Gramm ist. Das heißt also, auch wenn das hier recht groß aussieht, das ist nicht so viel, wie man vielleicht denkt, weil es sehr luftig ist. Genauso wie das hier. Das ist 1 Gramm Filament. 1 Gramm Perch Tower für diesen Untersetzer hier. Das bedeutet also, bei der MMU habe ich 1 Gramm, was überschaubar ist. Das Objekt selbst wiegt 28 Gramm, das ist okay. Und bei der AMS habe ich hier 1/4 des Druckobjekts selbst nur als Abfall. Das ist natürlich auch schon mal ein Punkt, wo ich sage, dass die MMU in der Hinsicht nicht nur dann von der Geschwindigkeit her und von der Anzahl der Materialien, die unterstützt wird, und von der Anzahl der Farben, die man drucken kann, sondern auch nochmal zusätzlich das Gewicht an Abfallmaterial entsprechend natürlich nochmal ein gutes Stück geringer ist als bei den anderen Systemen. Und das ist schon mal beachtlich, weil wenn ich überlege, dass man dann entsprechend auch mal mehrfarbige Objekte drucken kann und dann nicht gleich einen Berg voll Abfall hat und quasi Material zum Fenster rauswirft, was ja immer so ein Kritikpunkt von mir an diesen Multimaterial-Systemen war, beziehungsweise an der AMS hauptsächlich war, muss ich sagen, bin ich positiv überrascht, dass es sich bei der MMU in Grenzen hält. Nichtsdestotrotz, ihr wisst, ich bin kein Multicolor-Fan. Ich habe jetzt hier zwar mal so ein paar schicke Untersetzer gedruckt und nochmal hier so ein Gehäuse gedruckt, damit ich euch zeigen kann, wie denn sowas aussieht und was denn sowas entsprechend an Abfall verursacht. Aber insgesamt bin ich kein Freund von Multicolor. Das wisst ihr mittlerweile seit dem Podcast. Und der Grund, warum so eine MMU für mich Sinn macht persönlich, sind solche Sachen wie das hier. Ich zeige es euch mal. Ziehe mal hier den Filamentstrang raus und fange einfach mal hier an, das hier abzudrehen. Und ihr seht schon, wir haben hier ein Gewinde. Hier innen liegend ist auch nochmal ein Gewinde. Und wir haben im Prinzip, das Teil wird so gedruckt. Das heißt, wir haben hier einen Überhang. Und zwar einen ziemlich krassen. Das ist der Flansch hier, der dafür sorgen soll, da kann man nochmal eine Dichtung einbauen. Das entsprechend da, wenn man das luftdicht abschließen möchte, nichts nach außen kommt. Das ist natürlich entsprechend materialintensiv. Also nur in PLA zu drucken mit Stützmaterial wäre natürlich echt ein Horror, gerade hier am Gewinde und sowas in Richtung, das wieder abzubekommen. Also was habe ich gemacht? Ich habe ein MMU-System und kann dann natürlich entsprechend ein Material wie PETG zum Beispiel mal als Supportmaterial nutzen. Dafür ist es wirklich genial. Muss ich ganz einfach sagen, dass halt mit einem PETG, das hat sich wunderbar ablösen lassen. Ich habe das jetzt für mehrere von diesen Teilen gedruckt. Und es ist wirklich ein Träumchen, da den Support abzubekommen. Genau dafür ist es da. Weil wenn ich am Schluss mehr Arbeitszeit rein verschwende, die natürlich auch Kosten verursacht, als es Material mich kosten würde, um hier entsprechend das PETG noch mit reinzubringen, in mehrfarbig, also mehr Materialdruck, mit einem Perch Tower entsprechend, dann ist es natürlich vielleicht sogar ratsam zu sagen, okay, man druckt das Ganze in Multimaterial, damit man da die Arbeitszeit spart und dadurch vielleicht dann am Schluss sogar einen Gewinn macht, weil man einfach in der Nachbearbeitung dann wirklich die Zeit spart. Das ist wirklich für mich ein Anwendungsfall, wo ich sage, okay, da macht so ein System Sinn. Egal, ob es die MMU, die AMS, CFS oder ACE ist. Für sowas macht es Sinn. Es macht auch vielleicht noch Sinn, dass man sagt, okay, man hat hier entsprechend, ich sag mir mal so, 5 verschiedene Materialien drinstecken oder was weiß ich, 5 verschiedene PLAs in verschiedenen Farben und kann dann sagen, okay, ich möchte jetzt das in, was weiß ich, grün oder in orange oder in weiß oder in gold drucken und kann dann entsprechend je nach Druck das Ganze natürlich, ich packe das mal da rein, das müssen wir jetzt nicht zusammenbauen, und kann das Ganze dann entsprechend später dann entsprechend im Slicer auswählen und der Drucker zieht die Farbe ein und druckt das Objekt dann in der einen Farbe. Ist natürlich auch ein Vorteil, dass man nicht ständig hin und her rennen muss, um das Material zu wechseln. Jetzt haben wir das Material von der Rolle durch den Puffer an die MMU bekommen.
Und da möchte ich noch mal ganz kurz einen Punkt sagen. Das Problem, was ich am meisten hatte, gerade mit Isan-Filamenten, ist, dass mir die Filamente einfach gebrochen sind. Ja, also hier mehrfach im Schlauch schon gebrochen. Ihr seht schon, als ich das allein schon rausmachen wollte. Das Material ist halt einfach von Isan, ist mega spröde und nicht wirklich schön. Und das war eine neu bestellte Rolle. Das ist also nicht wirklich schön, wie Isan das da in der Hinsicht, wie das Material produziert ist, weil da anscheinend sehr viele Mikrorisse drin sind, die sich dann entsprechend, naja, zeigen, sobald das Material irgendwie verformt wird. Ja? Finde ich persönlich nicht schön. Da würde ich mich freuen, wenn da entsprechend die Hersteller noch mal ein bisschen drauf achten würden bei der Produktion, dass das Material auch wirklich ordentlich ist und nicht direkt bröselt, sobald man es irgendwie ein bisschen verformt. Aber wir haben das Material jetzt hier oben an der MMU dran und das Erste, was wir dann machen, ist natürlich, wenn wir die MMU dran gebaut haben, erstmal im Menü das Ganze zu aktivieren. Also wenn die Kabel alles angeschlossen sind, aktiviert man die MMU am Drucker, dann macht die erstmal so einen Self-Test, man kann die Firma nochmal updaten etc. etc. Das ganze normale Prozedere, wenn man jetzt ein neues Gerät irgendwie anschließt beziehungsweise einen neuen Drucker aufgebaut hat, der muss natürlich auch erstmal kalibriert werden. Und dann kann man sagen, okay, lad mir mal jeden Slot testweise in den Selektor vor. Das heißt also, alle Materialien aus allen Slots werden erstmal bis hier vorne reingepackt, damit hier oben dann entsprechend die Finderprobe auslöst. Und dann kann man sagen, okay, man möchte jeden Slot nochmal entsprechend vorher testen, dass auch das Material von hier oben vom Selektor bis auch wirklich runterkommt. Das ist ein Test, den kann ich euch nur ans Herz legen, allein schon nur hier vorne das Ganze pre-zu-loaden, das mit dem Material vom Selektor oder von der MMU bis in den Druckkopf zu laden, kann ich empfehlen am Anfang, um mal rauszufinden, wie man dann jetzt hier entsprechend bei seiner Konfiguration hier die Schrauben vom Eitler entsprechend ein bisschen anziehen muss. Also hier oben sind zwei Schrauben, die dann entsprechend Druck auf den Eitler ausüben, damit dann entsprechend, wenn die Zahnräder, die hier drin sind, das Material einziehen, dass da auch genug Gegendruck drauf ist, dass das Material auch eingezogen wird und nicht die Zahnräder leer drehen. Das Problem hatte ich am Anfang, dass ich so ein bisschen rumprobieren musste, bis ich die Schrauben richtig festgezurrt hatte, dass sie nicht zu fest sind, aber auch nicht zu locker und das Material auch wirklich egal, wie richtig eingezogen wird. Und im Grunde genommen, wenn ihr dann das Material vorgeladen habt, macht im Prinzip die MMU nur den Job, dass sie das Material reinlädt. Also das, was ihr normalerweise manuell machen würdet, wenn ihr im Drucker Material reinladet, dass ihr das Material hier runter fördert und hier unten quasi an den Extruder abgibt. Und sobald hier der Sensor auslöst und das Material einmal kurz eingezogen ist, dann kriegt die MMU das Bescheid, okay, du kannst jetzt loslassen und ich übernehme jetzt entsprechend vom Extruder. Das heißt also, die MMU fördert nicht den ganzen Druck über mit dem Motor hier entsprechend das Material hier runter, sondern das übernimmt hier entsprechend dann der Extruder ganz normal wie bei jedem anderen Druck auch. Wenn dann der Druck fertig ist, wird das Material oder entsprechend die Farbe fertig gedruckt ist, wird das Material wieder zurück extrudiert, da übernimmt die MMU wieder. Und dann wird das hier entsprechend, was hier an Material noch im PTFE-Schlauch drin war, im Puffer zwischengelagert. Und das, finde ich, macht wirklich einen riesen Unterschied, weil halt, wie gesagt, die Motoren nicht an dieser 1 Kilo schweren Rolle im Maximalfall oder vielleicht auch an der 2 Kilo schweren Rolle zerren müssen, um das Material von dort hier in den Extruderkopf zu bekommen. Das ist, finde ich, schon ein erheblicher Unterschied, weil man dadurch ganz andere Geschwindigkeiten fahren kann, als wenn man jetzt direkt an der Rolle zerrt. Insgesamt muss ich aber sagen, funktioniert das System eigentlich an sich ganz gut. Ihr wisst, ich habe ja schon einiges gedruckt, auch die einzelnen Sachen mit PETG und PLA. Und es gibt noch eine Sache, die ich sagen muss, die mir momentan nicht so gut gefällt, wo ich hoffe, dass Brucer noch mal so eine kleine Lösung dafür irgendwie rausbringt, nämlich dass hier zwischen Eitler und diesem kleinen Stück, wo die PTFE-Schläuche drin sind für den Selektor, also wo das quasi der Übergang, der Transit quasi vom Eitler in den Selektor passiert, dass da eine kleine Lücke drin ist. Und das Problem ist, wenn das Filamentstück, ich zeige es mal hier so perspektivisch hier dran, dass hier entsprechend, wenn das Filamentstück einen kleinen Ticken zu stark gebogen ist, einfach durch die Wicklung auf der Rolle, dass es dann passieren kann, dass sich das Material zwischen Eitler und
dem Selektor entsprechend rausdrückt. Und dann kommt es dann entsprechend oben raus und dann hat man auch erstmal keine Chance. Da wäre es natürlich schön, dass man irgendeinen Mechanismus hat, um das Ganze abzubrechen. Ich habe versucht, immer hier oben auf die Knöpfe zu drücken. Das hat leider Gottes bei mir nicht geholfen. Da wäre ich froh drum, wenn man dann irgendwie sagen könnte, nee, stopp, das hat nicht funktioniert, nochmal zurück und vielleicht das Material nochmal nachbearbeiten kann. Entsprechend. Also ich habe mir jetzt angewöhnt, immer vorne irgendwie das Material nochmal ein bisschen gerade zu biegen, so mit dem Finger, dass es erstmal die ersten Millimeter gerade sind. Später, wenn es geladen ist, kein Problem. Ja? Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht einfach, dass es durch die Rollen entsprechend auch gerade gedrückt wird mit der Zeit. Ja? Aber wenn das am Anfang nicht passiert, dann haben wir da halt ein Problem, dass es dann irgendwo hier zwischendrin rauskommt und das ist relativ nervig. Ist aber alles kein Abbruch. Wie gesagt, das hilft Abhilfe, wenn ihr vorher, bevor ihr das Material einfach einführt, nur mal ganz kurz entsprechend die Spitze so ein bisschen gerade rückt, dann funktioniert das wunderbar. Das sind wirklich so die zwei Kritikpunkte, die ich an der MMU habe. Also einmal das, naja, Friemelige hier, um das Material einzuführen und dass man die Spitze nochmal gerade rühren muss, damit das Ganze auch wirklich einmal komplett durchgefördert wird. Aber ansonsten ist das Ding ein Panzer. Weil wenn das Teil läuft, und das habe ich ja gesagt gehabt, das war, glaube ich, der dritte Druck, den ich auf der MMU durchgeführt habe und den habe ich über Nacht laufen lassen, das Teil auch, dann läuft das Teil. Das läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und ich habe keine Bedenken, den Drucker anzuschmeißen, mich umzudrehen und wegzugehen. Und das ist wirklich eine schöne Sache, muss ich ganz ehrlich sagen. Das System ist also schneller als alle anderen, es produziert weniger Abfall, es ist auch insgesamt in der Kombi mit dem MK4 nochmal deutlich leiser als mein X1C drüben mit der AMS. Es ist, finde ich, mit einer Farbe mehr hat man noch mal ein bisschen mehr Möglichkeiten. Es gibt viele Punkte, die man entsprechend berücksichtigen kann. Und natürlich hat man auch den Vorteil, da man das System selbst zusammenbaut, dass man auch wirklich jede Schraube kennt und wenn mal was dran ist, nicht unbedingt auf den Hersteller angewiesen ist, sondern handelsübliche Hardware-Teile, wie zum Beispiel ein Motor oder aber auch so ein kleines Bontech-Gear entsprechend auch gerne mal austauschen kann, ohne dass man auf Brucer angewiesen ist, ist also auch nochmal ein Bonuspunkt. Und wenn irgendeins von den Druckteilen mal kaputt gehen sollte, also von den Plastikteilen, wo ja bei anderen Systemen auch einige verbaut sind, dann muss man die nicht unbedingt bestellen, sondern kann die auch gerne nochmal drucken. Und damit sind wir am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Vielen lieben Dank an meine Patreonen und an meine Supporter hier auf YouTube. Wenn ihr mich auch finanziell unterstützen wollt, könnt ihr gerne hier auf dem Kanal Mitglied werden oder aber auf Patreon abonnieren. Und natürlich vielen lieben Dank an meine Sponsoren PCBBay und Surfshark. Und in diesem Sinne, hold the line, happy printing und ciao.